Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie eine Weltmoderatorin in einem Interview mit Jörg Meuthen offen die Benachteiligung fordert von Leuten, die sich offen dazu bekennen, AfD zu wählen. Und wie Jörg Meuthen und die Moderatorin Rufmord begehen gegenüber der AfD, indem sie behaupten, die AfD sei rechtsextrem. Und was man dagegen tun kann und weshalb es nicht ganz so leicht ist, dagegen anzuargumentieren. Was die Schwierigkeiten sind. Und was man tun kann. Jetzt im Folgenden der Ausschnitt, danach ein paar Worte dazu. Man muss natürlich die Probleme von Menschen ernst nehmen, aber packen wir die Menschen da nicht ein Stück weit zu sehr mit Samthandschuhen an, wenn wir ausschließlich die Gründe suchen in der Opposition, in der Ampel? Ich meine, gerade in Thüringen die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft. Das wissen die Menschen und wählen da trotzdem die AfD. Muss man da nicht auch einfach gesellschaftlich gegensteuern und sagen, das geht nicht? Ich bin überhaupt kein Freund von Wählerschelte. Sie glauben doch nicht, dass da in Sonneberg 50% Rechtsextremisten rumlaufen. Das ist nicht der Punkt. Sondern die sagen, wir zeigen denen das jetzt mal. Und wenn sie mit den Leuten reden, dann sagen die, nein. Das habe ich auch nicht gesagt, um Gottes Willen. Ich habe nicht gesagt, dass die Menschen rechtsextrem sind, aber sie machen ihr Kreuz bei einer Partei, die als rechtsextrem eingestuft ist. Und auch wenn alle anderen Punkte natürlich genauso thematisiert werden müssen, was macht die Opposition falsch, was macht die Regierung falsch, muss man doch dort aber auch ansetzen und sagen, wir als Gesellschaft müssen doch klar machen, Rechtsextreme tolerieren geht nicht. Ja, ich habe ja sehr klar gesagt, und dazu stehe ich auch aus meiner heutigen Sicht, und wenn ich mir die heutige AfD betrachte, diese Brandmauer muss stehen. Aber einfach zu sagen, das geht nicht, reicht. Wir müssen dann den Menschen auch ein glaubwürdiges Angebot machen und ein ehrliches, überzeugendes Angebot machen, was anders laufen sollte. Die Menschen sind überwiegend unpolitisch, möchten ihr ganz normales Leben leben, und das wird ihnen zunehmend erschwert von einer Regierungspolitik, die mit katastrophaler Freundlichkeit umschrieben ist. Und dann rennen die eben zur AfD. Das ist ja keine Rechtfertigung dessen. Ich selbst würde ganz sicherlich die AfD heute nicht mehr wählen, was ja aus meinem Munde überraschen wird. Aber ich weiß sehr, sehr genau, was ich sage. Aber dann muss ein entsprechend anderes glaubwürdiges Angebot da sein. Sonst tun die Menschen das. Das ist einfach so. Was ist an dem Interview auffällig? Jörg Meuthen und die Weltmoderatorin stellen es als Selbstverständlichkeit hin, dass die AfD rechtsextrem ist. Sie tun so, als müsste man darüber gar nicht mehr diskutieren. Es ginge nur darum, wie man die Wähler davon abhalten kann. Jörg Meuthens Vorschlag ist dann, eine richtige Oppositionspartei zu gründen. Das heißt sehr wahrscheinlich eine Oppositionspartei, die vielleicht zuwanderungskritisch ist, die vielleicht ein bisschen wirtschaftsfreundlich ist, die aber bei den wichtigen Narrativen, wie beispielsweise beim Ukraine-Krieg, auf Linie gegenüber den Mediennarrativen ist. Also genau wie nicht wie die AfD. Die Weltmoderatorin erweckt den Eindruck, als wollte sie am Ende vielleicht nochmal bei ihren Arbeitgebern punkten und fordert auf AfD-Wähler, man müsste was gegen sie unternehmen. Sie dürften nicht sagen können, dass man AfD wählt, oder dann müssten sie im Grunde dafür bestraft werden. Den Interpretationsspielraum lässt sie offen. Sie sagt mehr oder weniger, gegen solche Leute müsse was unternommen werden. Also es wäre nicht legitim, AfD zu wählen. Und hier ist jetzt auffällig, dass sie einen Frame etablieren, mit einer Selbstverständlichkeit. Auch bei Jörg Meuthen. Es ist ja der denkbar größte Verrat. Einfach, indem sie es behaupten, wollen sie eine Wahrheit erzeugen. Sie sagen, die AfD ist rechtsextrem, und dann ist es so. Und warum verfängt das jetzt so gut? Die Leute können sich das nicht vorstellen, dass Leute auf so ein tiefes Niveau sinken. Und einfach ein Frame herstellen, das frei erfinden, und auch, dass Jörg Meuthen so einen Verrat begeht. Und sie können es sich nicht vorstellen, erstens, weil es natürlich extrem ekelhaft ist, und sie verstehen das Motiv nicht. Sie verstehen das Motiv nicht, warum sollte denn Jörg Meuthen, warum soll die Weltmoderatorin das machen? Das heißt, wenn sie alle das behaupten, dann wird schon was dran sein. Und genauso ist es das gleiche mit der Regierungspolitik. Warum die Leute die Regierungspolitik mehr oder weniger immer noch akzeptieren, in der großen Mehrheit. Sie sehen zwar, es funktioniert nicht, aber sie denken sich, ja gut, die Grünen, die wollen halt Umweltschutz, und die sind auch nicht alle nicht doof. Die Politiker, das ist halt irgendwie schwierig, und es geht halt im Moment nicht besser. Und es gibt ja sozusagen, wir haben ja hier ein breites Parteienangebot, die Leute können ja nicht alle doof sein. Man kann ja nicht, die können ja nicht so doof sein, dass sie so eine schlechte Politik machen. Das ist halt so, und das geht halt nicht anders. Und die AfD kann jetzt behaupten, das sind die dümmsten Leute der Welt.
Aber gut, sie sind halt Opposition, sie sind rechtsextrem und da gibt es bestimmt irgendwelche Haken, irgendwelche Fallstricke, irgendwelche Zusammenhänge, die ich nur nicht verstanden habe. Ich habe es noch nicht ganz verstanden, aber die Regierungspolitik, es hat schon irgendwie seinen Grund, ist natürlich nicht gut, gibt es viel dran zu kritisieren, aber die AfD will ich trotzdem nicht, die ist ja rechtsextrem. Das sagen ja alle und warum sollten alle lügen? Die haben ja keinen Grund, welchen Grund sollten sie haben? Es ergibt ja gar keinen Sinn, also auch so extrem zu sein. Gut, sie wollen halt vielleicht ihre Macht erhalten, aber das gilt ja gegenüber allen Parteien. Warum die ausgerechnet die AfD nicht? Und hier sieht man das Problem, dass den Leuten das Entscheidende ist, dass das Motiv fehlt. Die Motivation. Und wenn man die Motivation nicht versteht, dann redet man sich's irgendwie schön. Dann denkt man sich, ja okay, ich habe es nicht verstanden, es hat schon irgendwie seinen Grund. Das heißt, der Schlüssel hier zu verstehen ist, dass hier die Medien ein Kartell bilden. Ein vollkommenes Informationskartell. Das widerspricht aber natürlich der Auffassung, dass wir in einer freien Marktwirtschaft leben. Die Leute denken, wir sind hier in einem freien Wettbewerb und die Medien, ja, es sind ja eigenständige Unternehmen und sie wollen Informationen bringen. Klar, wenn ich jetzt ich kann ja die Bild abonnieren, ich kann den Spiegel abonnieren und da ist ja irgendwie ein Wettbewerb. Und die Leute versuchen es natürlich gut zu machen. Das ist natürlich auch logisch, dass sie versuchen, die wichtigen Informationen zu bringen. Kommen wir jetzt zunächst erstmal auf den Rechtsextremismusvorwurf, warum es schwierig ist, dagegen anzuargumentieren. Oder es ist nicht ganz schwierig, aber es ist nicht ganz so leicht, wie es scheint. Weil man möchte ja zunächst sagen, die AfD ist nicht rechtsextrem. Aber wie kann ich das denn sicher sagen? Ich kenne doch gar nicht alle, die AfD hat zehntausende Mitglieder, ich kenne ja nicht jeden Einzelnen. Und jetzt komme ich ins Zweifeln. Okay, ich kenne jetzt meinen Kreis, ich kenne ein paar Leute, aber ich weiß ja gar nicht, wie es anderswo ist. Und vielleicht ist ja was dran. Vielleicht die Medienberichte, ich kann es jetzt ja gar nicht sicher sagen. Ich bin ja kein Zeuge dafür, für jedes einzelne Mitglied. Oder ich kenne nur ein paar Leute aus meinem Kreis besser und die anderen, die kenne ich ja gar nicht. Die größte Zahl der AfD-Mitglieder kenne ich überhaupt nicht. Also wie soll ich persönlich eine Aussage treffen, die AfD ist nicht rechtsextrem. Und hier ist jetzt der Schlüssel aus meiner Sicht, das Parteiprogramm und die Unschuldsvermutung, die gelten muss. Man kann argumentieren, die AfD hat das Parteiprogramm und alle AfD-Mitglieder, wenn sie der AfD beitreten, bekennen sich zu dem Programm. Und jetzt sind die Medien in der Pflicht zu beweisen, dass die Leute lügen. Und wie soll das gehen? Also es ist ja ein Wahnsinn, dann kann man ja jedem alles unterstellen. Dann könnte man genauso gut einem CDU-Mitglied unterstellen, er steht in einem CDU-Parteiprogramm und er tut es gar nicht. Und vor allen Dingen kommt jetzt noch die Verallgemeinerung hinzu. Weil man nimmt ja alle zehntausende Mitglieder in Haftung. Und ich persönlich kenne jetzt nicht alle Mitglieder einzeln, aber keiner kennt alle Mitglieder einzeln. Und wie kann man jetzt behaupten, für eine ganze Gruppe, für zehntausende Leute, die sich hinter das AfD-Parteiprogramm stellen, das eindeutig demokratiekonform ist, wie kann man sich jetzt hinstellen und behaupten, dass diese zehntausende Mitglieder rechtsextrem sind. Und hier wird jetzt klar, das ist Volksverhetzung. Das ist systematischer Rufmord, der überhaupt keine Grundlage hat. Und aus meiner Sicht genauso hart sollte man das formulieren. Man formuliert, wenn Sie das behaupten für zehntausende Leute, Sie können die Leute gar nicht kennen. Sie können die ganzen Leute nicht bekennen. Das Parteiprogramm ist bekannt. Wenn Sie behaupten, die Partei ist rechtsextrem, dann sind Sie selbst kein Demokrat. Jetzt werden die Leute kommen und sagen, ja gut, der Verfassungsschutz hat das gesagt. Der Verfassungsschutz hat ja Experten. Und hier kommt man ganz klar, der Verfassungsschutz ist nicht unabhängig. Das Personal wird vom Innenministerium bestimmt und deswegen ist der Verfassungsschutz nicht unabhängig. Genauso wie es Alice Weidel jetzt ja beispielsweise auch argumentiert hat. Das Entscheidende ist aus meiner Sicht, dass man den Angriff auf die Integrität der AfD nutzt, dass man diesen Angriff beleuchtet und dadurch die Integrität der Angreifer angreift und sie zerstört. Was sie ja auch tun, indem sie diesen niveaulosen Angriff machen, zerstören sie ja faktisch ihre Integrität. Und genau das muss man beleuchten. Jetzt haben wir immer noch das Problem mit der Motivation. Warum sollen diese Leute das machen? Und hier ist aus meiner Sicht ganz entscheidend, die Kartellbildung der Medien den Leuten zu beweisen. Und aus meiner Sicht ist es jetzt ein Problem, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Es ist ganz schwer, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen über politische Themen. Und hier habe ich selbst eine Möglichkeit gefunden, wie es gehen kann. Und zwar, man macht es über die Mondlandung. Weil die Mondlandung ist jetzt kein direktes politisches Thema,
sondern es ist ein ganz interessantes Thema. Das heißt, man kann jetzt den Leuten erzählen, es hat keine Mondlandung stattgefunden. Und dann sind sie ganz überrascht und denken, ja, du spinnst. Und dann kann man das beleuchten mit dem Triebwerk, dass also nach der offiziellen Version, dass das Raumschiff gestartet ist und der Mond dann gekreist ist, dann ein Stück sich abgekapselt hat und dann mit dem Triebwerk zurück auf dem Mond gelandet sein soll. Und hier kann man jetzt beleuchten, Elon Musk ist das nach etlichen Fehlversuchen mit seiner Firma SpaceX erst im Jahr 2015 auf einer Betonplattform gelungen. Und da gibt es ein Video, wo man die ständigen Fehlversuche sieht. Seit 2015 gibt es Computertechnologie. Man kann das Problem beleuchten, wenn das Triebwerk, wenn man landet, dass wenn man ein bisschen schräg ist, es sofort umkippt. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, dann wird ganz deutlich, das ist ein ganz komplizierter Vorgang und das ist eigentlich ohne Computer kaum zu machen. In den 60er, 70er Jahren gab es noch keine Computertechnologie und auf dem Mond soll das in einer Art und Weise gelungen sein, dass sie auch gleich wieder gestartet sind. Und man kann dann auch noch sagen, es gab, als sie gelandet sind, die Fotos, die zeigen, keine Spuren von der Landung, dass die Triebwerke auf den Boden, dass der Staub aufgewirbelt wurde. Und man kann auch noch ankommen mit dem Schattenwurf, auf den Fotos sind die Schatten, die zeigen auseinander, das heißt künstliche Beleuchtung. Und da kann man natürlich auch noch aufführen, die ganzen Widerlegungen, die dann kommen mit der, man sieht die Sterne nicht und das wären also die dummen Mondverschwörer, sie würden also behaupten, ja, also man hat hier Fotos, dann kann man auch beleuchten, dass es eben die typischen Faktenchecker-Widerlegungen sind, wie wir sie heute auch kennen. Dass also irgendwelche ganz schwachen Fake-Argumente genommen werden, die aber eigentlich die Kritik gar nicht widerspiegeln und dass das dann widerlegt wird. Was aber eigentlich Strohmänner sind, was mit den eigentlichen Argumenten derjenigen, die sagen, es hat keine Mondlandung gegeben, das damit gar nicht zusammenhängt. Und jetzt werdet ihr sagen, ja gut, das ist jetzt ja kein aktuelles politisches Thema und das ist ja ewig her, es ist ja gar nicht wichtig. Aber das Entscheidende jetzt bei der Mondlandung ist ja nicht, dass wir nicht auf dem Mond gelandet sind, sondern das Entscheidende ist, dass wir es nicht gewusst haben. Und die ganzen Kritikpunkte mit dem Triebwerk, die entscheidenden Kritikpunkte, wir haben sie nie erfahren durch die Medien. Und das heißt, das sieht jetzt jeder, bekommt das vor Augen geführt, aha, das mit dem Triebwerk, das habe ich nie erfahren, das kam nicht bei Galileo, das kam nirgendwo. Aber das ist ja ganz offensichtlich. Und auch diese Bilder mit dem Schatten, oder auch mit dem Raumzug, dass die nicht aus der Kapsel rauskommen. Gut, da muss man dann ein bisschen tiefgründiger damit beschäftigen. Aber die Leute sehen dann mit ihren eigenen Augen in den 70ern, die Medien haben ein Kartell gebildet, sie haben ihr Kollektiv verschwiegen und haben uns getäuscht. Und dann kann man weitermachen mit 9-11, mit dem WTC-7, mit dem BBC-Report, dass die BBC darüber berichtet hat, bevor der Turm eingestürzt ist. Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann man das vorhersehen? Und da kam jetzt ein Kommentar, das wäre ja irgendwie ein Video gewesen im Hintergrund. Aber die BBC bestreitet nicht, dass es eine Live-Schalte war. Das heißt, diese Moderatoren waren live und dieser Turm, die Salomon Brothers, also WTC-7, der Turm, der war live zu sehen. Und der stand, als unten der Ticker eingeblendet wurde, der Turm hat eingestürzt. Man kann dieses Video schildern. Da kann man natürlich noch weiter schildern mit den 81 Stahlsäulen, die auf einmal umgekippt sein sollen, weil das Gebäude ist ja im freien Fall eingestürzt. Das geht ja nur, wenn diese 81 Stahlsäulen auf einmal wegbrechen. Das kann ja mit der Ursache Brand, kann es nicht beleuchtet werden. Dann kann man natürlich auch auf den Report eingehen. Es wurde erst überhaupt 2007 erklärt, wie der Turm eingestürzt ist. Im offiziellen Report 2004 wurde es nicht erklärt. Warum wird im Report 2004 nicht erklärt, wie so ein Turm einstürzt? Es sind ja wichtige Entscheidungen getroffen worden, dass die Bundesrepublik Deutschland Soldaten nach Afghanistan schickt und so weiter und so fort. Entscheidend ist auch nur hier, dass man aufzeigt, die Medien haben bei einem wichtigen Narrativ ein Kartell gebildet. Und wenn die Leute das verstehen, dass die Medien ein Kartell bilden, dreist täuschen, dann wird natürlich auch klar, dass es bei der AfD auch der Fall sein kann. Dass diese Medien sich ja auch zusammenschließen können. Weil sie haben jetzt ja live vor Augen geführt bekommen, bei der Mondlandung, die Medien haben ein Kartell gebildet. Sie haben alle Kritiker ausgeschlossen. Sie haben die Öffentlichkeit komplett getäuscht, sie haben alle zusammen dicht gehalten. Da kann man also mehrere Beispiele bringen, dann kommen die Leute nicht umhin. Okay,
Die großen Medien bilden ein Kartell. Ich kann ihnen nicht vertrauen. Wenn sie irgendein Frame etablieren, dann kann das strategisch sein. Sie wollen das eben umsetzen und ich kann darauf nichts geben. Und man kann es natürlich auch noch erklären. Aus welchem Grund? Was hat das für einen Sinn, die AfD zu stigmatisieren? Und dann kann man eben den Leuten auch aufzeigen, mit der Zuwanderung, mit der Energiepolitik, es alles schadet systematisch Deutschland. Diese Mediennarrative. Dass die Leute das gut finden, es schadet der Wirtschaft Deutschlands, es schwächt Deutschland. Und jetzt kann man aufzeigen, die Thinktanks, die US-Thinktanks, Halford McKinder, Spaltung Eurasiens, Schwächung und Spaltung, um selbst Weltmacht zu bleiben. Es ist sehr gut möglich, der Einfluss aus dem Ausland, dass die AfD den US-Geostrategen nicht passt, weil es der Politik der Spaltung Eurasiens, der Schwächung Deutschlands widerspricht, weil ja das AfD-Programm, wenn es umgesetzt würde, es würde ja die Wirtschaft Deutschlands stärken, das wollen diese Leute nicht. Und hier hat man jetzt das Motiv den Leuten dargestellt. Und aus meiner Sicht, dieses Motiv, auch diese gleiche Medien, das wird von der AfD viel zu wenig beleuchtet, sondern es wird immer nur geschimpft, ja, die Regierungspolitik ist so schlecht, die sind so unfähig. Und genau dieser Vorwurf der Unfähigkeit ist aus meiner Sicht ein ganz gefährlicher Vorwurf. Sondern man muss feststellen, die Entscheidungen schaden Deutschland. Unfähigkeit ist nochmal was ganz anderes, weil das vernebelt im Grunde, es ist im Grunde falsch. Es ist auch Täuschung, weil ja die Regierung, die Ampelkoalition, die an den Mediennarrativen hängen, sie erfüllen ja einen Auftrag sozusagen. Sie erfüllen das, was die US-Geostrategen wollen. Und das ist dann natürlich professionell den Auftrag umgesetzt. Und es ist keine Unfähigkeit. Weil wenn man sagt, die sind unfähig, dann heißt das ja, sie wollen es eigentlich gut machen, aber sie können es nicht. Und genau das ist ja hier nicht der Fall. Sondern es muss deutlich werden, diese Parteien, sie wollen den Mediennarrativen entsprechen, die Medien herrschen und die Medien wollen eine Agenda umsetzen, die aus dem Ausland bestimmt wird. Und aus meiner Sicht, das muss in den Reden kommen. Regelmäßig, nicht nur einmal, nicht nur mal kurz, sondern das muss der Hauptbestandteil der Reden sein. Die Politik schadet und es ist Einfluss aus dem Ausland. Wahrscheinlich, möglicherweise. Die großen Parteien, sie versuchen den Mediennarrativen gerecht zu werden und machen es wegen den Medien. Nicht Unfähigkeit, nicht sagen Unfähigkeit. Das ist aus meiner Sicht der größte Fehler immer gewesen, zu sagen, diese Leute sind dumm. Weil dann sehen die Leute, okay, ja, die Grünen und die ganzen Leute, sie können sich ja vernünftig ausdrücken, sie können ja vernünftig reden. Der Jens Spahn beispielsweise bei Markus Lanz hat aus meiner Sicht sehr stark argumentiert. Da können auch AfDler, viele AfDler können da was lernen, wie Jens Spahn bei Markus Lanz aufgetreten ist. Ich bin jetzt kein Jens Spahn-Fan. Aber nur die Leute, ist es ganz eindeutig, der Jens Spahn, die sind nicht dumm. Die Leute denken sich dann natürlich, ja, die AfD behaupten, die sind dumm, aber ich sehe ja, die haben einen Verstand, die können sich vernünftig ausdrücken. Die sind nicht dumm. Und wenn man dann sagt, die sind dumm, dann sagen die Leute, ja, nee, die sind nicht dumm. Und da stimmt irgendwas nicht. Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Das heißt, dann, wenn man das vorwirft, diese Unfähigkeit, natürlich ist manchmal auch Unfähigkeit dabei, aber man vernebelt eigentlich die Realität. Und die AfD, wenn sie wirklich was bewegen will, wenn sie auch das durchbrechen will und nicht mit 15% dann vielleicht doch irgendwann verboten werden will, sondern sie die breite Bevölkerung erreichen will, dann muss die breite Bevölkerung aufgeklärt werden über die richtigen Zustände. Und dann kann man nicht ankommen mit, dass es, die sind unfähig, die sind so dumm und das gibt dann so, aus meiner Sicht, das ergibt so billige Lacher, hahaha, die sind so dumm und dann fühlt man sich gut, haha, ich bin viel schlauer, wir sind ja viel besser. Und aus meiner Sicht, das ist ganz gefährlich, weil das wirkt auch überheblich. Es wirkt überheblich und die Leute sehen ja, wie gesagt, ja, die können sich ausdrücken, die wollen Umweltschutz und dann denken sich die Leute, ja, das hat schon alles irgendwie seinen Grund und die AfDler sind überheblich, denken sie sind hier die Supermänner, aber es ist halt in Wahrheit irgendwie alles komplizierter und es geht halt nicht anders und ich habe es nicht verstanden, weil sie das Motiv nicht verstehen. Und aus meiner Sicht, da müssen viele Redner der AfD, müssen da ihre Reden noch sehr ändern aus meiner Sicht. Um da was zu bewegen, um die breite Bevölkerung wirksam ja, über die Zustände aufzuklären. Und nur wenn man über die Zustände aufklärt, mit der Mediengleichförmigkeit, oder wie man es nennen will, Medienkartellbildung, nur wenn die Leute das verstanden haben, dann ändert sich was in Deutschland, aus meiner Sicht. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was sonst so einfällt. Macht's gut.